Stürmer Diego Costa von Atlético Madrid hat sich am Donnerstag offenbar geweigert, am Mannschaftstraining der Rojiblancos teilzunehmen. Laut spanischen Medienberichten habe sich der 30-Jährige zwar auf dem Trainingsgelände der Madrilenen aufgehalten, während der Einheit war er allerdings nicht zu sehen. Atlético teilte mit, dass Costa nicht verletzt sei. Costa habe verärgert auf die aus seiner Sicht fehlende Unterstützung des Vereins nach seiner Sperre reagiert, das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Atlético soll ihm zudem eine interne Strafe für seine Undiszipliniertheit angedroht haben. Bildergalerie: Die kuriosesten Sportlerklauseln. 28 Bilder. Saison für Costa vorzeitig beendet. Costa war nach seiner Schiedsrichterbeleidigung bei der Niederlage beim FC Barcelona 0:2 für 8 Spiele gesperrt worden. Die Saison ist für den gebürtigen Brasilianer damit vorzeitig beendet. Jetzt das aktuelle Trikot von Atlético Madrid bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Am Mittwoch war zudem bekannt geworden, dass Costa Probleme mit den spanischen Steuerbehörden drohen. Laut der Tageszeitung El Mundo untersuchen die Behörden einen möglichen Steuerbetrug des spanischen Nationalspielers und prüfen die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Die Steuerverwaltung wirft Costa dem Bericht zufolge einen Betrug in Höhe von 1,1 Millionen Euro im Zusammenhang mit seinen Bildrechten vor. Let's block it's why.